Hallo Fotofreunde, heute möchte ich euch von einem Programm berichten, was nicht viel kostet und was ich mal richtig geil finde. Stellt euch mal vor, ihr fotografiert schon lange oder vielleicht auch gar nicht so lange, nutzt aber Lightroom, um eure Bilder zu bearbeiten und zu entwickeln. Da kann man Presets bauen. Vielleicht habt ihr welche gekauft, die euch gut gefallen. Vielleicht habt ihr aber auch ganz, ganz viel Zeit in eigene Presets investiert. Ja, und ihr seid halt mit dem Bildlook total zufrieden. So weit, so gut. Wenn ihr sagt, Punkt, bis hierhin und nicht weiter, hört auf, das Video zu gucken. Falls ihr aber auch, so wie ich, nicht nur an der Fotografie, sondern auch so ein bisschen Spaß habt, ein Video zu drehen, ob es jetzt hier für YouTube sein muss oder für den Hausgebrauch oder wofür auch immer, ganz egal, spätestens dann stellt sich mir zumindest die Frage, nehme ich das Videomaterial out of cam? Oder muss ich hier vielleicht auch die ein oder andere Einstellschraube drehen, damit der Bildlook am Ende ja, so ist, wie ich ihn haben möchte. In meinem kleinen Kosmos gibt es da auch nur eine Antwort drauf. Man muss da auch ein bisschen noch an den Schräubchen drehen. So, worauf man schneidet, das ist ja jetzt relativ, egal will ich nicht sagen, aber auch wieder eine Philosophiefrage. Ob man jetzt den Adobe-Produkten vertraut, ob man auf den Apple-Produkten schneidet oder so wie ich, der Magix-Familie. Jetzt kann man natürlich drüber schmunzeln. In der Tat habe ich Adobe Premiere zur Verfügung, aber ich finde einfach keinen Zugang. Und ja, sicherlich könnte man sich da reinknien. Im Moment kriege ich die Kurve nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich schneide noch auf Magix. Ich reg mich da auch oft drüber auf, aber das soll nicht Thema von diesem Video sein. Da kann man vielleicht noch mal separat was zu machen über die Performance von diesem Programm, wie oft es abstürzt und wie oft ich schon geflucht habe. Magix Pro X benutze ich. Weswegen? Weil man da sogenannte LUTs benutzen kann. LUT steht für Lookup Table und ich sage mal ganz vereinfacht ausgedrückt, ist es sowas, wie ihr das aus Lightroom kennt, ein Preset. Ihr zieht ein Preset über ein Bild drüber und es hat einen gewissen Look. Die Dinger heißen in der Videoschneiderei LUTs. So, und ich dachte bisher auch immer, ihr glaube, ich nehme ein LUT und kann es halt nur in Adobe benutzen. Dann gibt es spezielle LUTs nur für zum Beispiel Magix oder für Final Cut auf Apple. Dem ist nicht so. Die gängigen LUT-Dateien identifiziert man durch die Dateiendung .cube, C-U-B-E. Und das Schöne daran ist, egal auf welcher Plattform ihr schneidet, hat euer Lookup-Table die Endung .cube. Könnt ihr die auf Magix, auf Adobe, auf DaVinci Resolve, auf Final Cut, auf allen Plattformen benutzen. So, und jetzt fragt ihr euch, mein Gott, möchte der Mann jetzt erklären, was Lookup Tables sind? Ja, möchte er vielleicht auch, aber nein, es geht um ein Programm, was ich entdeckt habe, was auch tatsächlich schon ein paar Jahre alt ist. Und jetzt könnt ihr euch sicherlich schon denken, dieses kleine Programm kann man als Plugin in Lightroom laufen lassen. Und es macht aus eurem Preset, wer weiß es, ja, da vorne erste Reihe, richtig, eine Cube-Datei. Somit könnt ihr die ganze Arbeit, die ihr in ein Foto investiert habt, jetzt auch in euer Videomaterial übertragen. Natürlich bedarf es dann noch weitere Anpassungen. Das wäre auch zu einfach, weil bei Fotos ist es ja auch so, nicht jedes Preset passt auf jedes Foto. Farbtemperatur und was nicht alles spielen damit rein. So, und dieses Programm von dem, tja, ich möchte mal sagen, Halbgott John Rallis. Ich verlinke ihn unter dem Video seine Seite. Dieses Plugin kostet Geld, aber ey, ganz ehrlich, $9,99 ist für mein Dafürhalten zu billig. Das müsste teurer sein. Also ich habe gejubelt, als ich dieses Plugin entdeckt habe und es funktioniert. Und wie ihr das installiert bzw. wie ihr es anwendet, das zeige ich euch jetzt. So, hier findet ihr die Seite unter johnrallis.com, Lightroom Export LUT HTML oder HTM. Wo ihr euch das Plugin für Lightroom kaufen könnt. $9,95, also sogar noch billiger.
Also ganz ehrlich, ich finde das klasse, dass jemand sowas in der Lage ist zu programmieren und das relativ einfach auch zu installieren ist. Ja, ihr könnt euch die ZIP-Datei downloaden, es muss entpackt werden und aus Lightroom im Plugin-Manager einmal installiert werden. Ihr habt dann eine kostenlose Version, allerdings ist da die Qualität der LUTs nicht besonders. Und wenn ihr euch die Lizenz kauft und die Lizenznummer eingebt, dann habt ihr halt das volle Potenzial von dieser App oder von diesem Plugin. So, ich wechsle jetzt mal auf Lightroom. So, ich zeige euch einmal das Ganze im Zusatzmodul Manager. Hier taucht das Export-LUT auf. Ja, und hier findet man jetzt noch weitere Infos, in welcher Größe es angezeigt wird und wo sich das Plugin auf eurem Rechner befindet. Wichtig ist, es war grüne Lampe am Leuchten, das heißt, das Ganze ist aktiv. So, hier haben wir jetzt mal ein Bild, welches ich in Lightroom bearbeitet habe. Wenn man sich jetzt die ganzen Parameter mal anschaut, da ist ein bisschen was gemacht worden, auch in der Gradationskurve. Eine kleine Vignette liegt da drauf. Ich guck mal eben, geschärft ist es auch. Ich habe gelesen, dass das Schärfen und Korn, dass diese Geschichten nicht mit exportiert werden, deswegen soll man sie auf Null setzen. Ich verstehe allerdings die Aussage nicht, weil wenn sie eh nicht mit exportiert werden, warum soll ich sie dann auf Null setzen? Widersprüchlich, also ich lasse die LUTs in der Regel so, wie sie mir auf dem Bild gefallen. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe auf Zusatzmodul Optionen in Lightroom und dann seht ihr schon, haben wir hier unter Export-LUT drei Varianten. Export-LUT ist das, was ich möchte. Ich möchte aus diesem Preset ein LUT exportieren. So, ihr seht, Lightroom fängt an zu arbeiten. Das heißt, die Farbprofile werden aus diesem Foto extrahiert. So, hier seht ihr jetzt das Fenster des Plugins. Hier oben ist das ausgewählte Foto, dessen Look ich gerne in ein Lookup-Table exportieren möchte. Im Prinzip kann man alles so lassen. Hier sind noch Farbprofile, die man verändern kann. Nee, möchte ich nicht, weil es soll ja so aussehen nachher auf dem Filmmaterial wie hier. Das Einzige, was wichtig ist, hier kann man die Qualität des LUTs, des Lookup-Tables einstellen. Es geht noch eine Stufe höher, allerdings warnt das Plugin, dass es eventuell für das eine oder andere Programm too much ist. Deswegen mache ich immer High. Die hohe Funktion ist nur dann möglich, wenn ihr das Ganze gekauft habt. So, dann haben wir hier einmal den Ordner, wo das Ganze, das neu entstandene LUT rein kopiert wird. Und hier unten kann man dann zu guter Letzt dem ganzen LUT noch einen Namen geben. Ich nenne jetzt das Preset oder den LUT, den ich jetzt, das LUT, ist auch ganz egal, ihr wisst, was ich meine, erzeuge, Vintage. Und jetzt exportiere ich das Ganze mal. So, hat er gemacht. Hat er. Jetzt gehe ich einfach mal in ein anderes Shooting, wo ich weiß, dass ich auch schon mal was bearbeitet habe. Ich möchte jetzt mal so ein Schwarz-Weiß-Look möchte ich haben. Also wieder das Gleiche. Und das Ganze nenne ich jetzt mal Schwarz-Weiß. Und auch hier wird gearbeitet und fertig ist das Ganze. So, jetzt wechsle ich mal rüber in meine Bildbearbeitung, weil da soll das Ganze ja zum Tragen kommen. So, jetzt müssen wir eigentlich unsere erzeugten LUTs. Ihr seht sie hier, Dot Cube, Schwarz-Weiß und Vintage, von dem Pfad, wo ich sie abgelegt habe, in den Pfad reinpacken, wo euer Bildbearbeitungsprogramm seine LUTs lagert oder wo man drauf zugreifen kann. Ich habe den Pfad jetzt bereits mal geöffnet und habe jetzt Vintage und Schwarz-Weiß einfach mal da rein kopiert. So, bei Magix Pro X findet man unter Vorlagen, Kamera-Lookup-Tabellen, verschiedenste
LUTs, aber unter anderem, und das ist für uns ja wichtig, einmal hier das LUT Schwarz-Weiß und einmal das LUT Vintage, welches ich gerade erzeugt habe. So, jetzt suche ich mir mal jetzt ein Material raus. Da habe ich jetzt gerade aus Versehen schon was draufgelegt. Video-Effekte zurücksetzen. Also hier haben wir jetzt Material out of cam. Ja, ihr seht, bewegtes Material. Und hier packe ich jetzt einfach mal meinen Bildlook schwarz-weiß drauf. Und ihr seht, kein Problem. Nächste Aufnahme, unbearbeitet. Und hier packe ich mir jetzt mein LUT Vintage mal drauf. So, ihr seht, was gerade bei dem Bild mit dem Meer noch interessant aussah, macht hier einen ganz anderen Look, weil ich hier hauptsächlich ja, Brauntöne, Grüntöne habe, aber gar keine Blautöne. Vielleicht nochmal eine andere Aufnahme, ein Mandelbaum in voller Blüte. Und da lege ich jetzt auch nochmal das Vintage LUT drauf. Oh, und ihr seht, funktioniert hier zum Beispiel überhaupt nicht. Also, auch hier müsste man jetzt wahrscheinlich wieder Anpassungen vornehmen. Das schenke ich mir jetzt einfach mal. Wichtig ist, ich kann mir ja ohne Probleme weitere LUTs zaubern. Ihr habt gesehen, der Workflow ist ja relativ einfach. Hier wäre das Ganze nochmal in Schwarz-Weiß. So, ihr habt gesehen, es ist kein Hexenwerk, sich ein LUT zu erstellen und dann auf euer Videomaterial anzuwenden. Auch kleine Detailanpassungen sind vonnöten, aber das ist ja beim normalen Color Grading im Video auch nötig. Ja, ich finde das ganz fantastisch, dass all die Presets, die man sich im Laufe seiner Fotografenzeit gebaut hat, jetzt auch auf Videomaterial Anwendung finden. Ich kann euch nur ermuntern, das zu kaufen, wenn ihr an sowas Spaß hättet. Es ist ein einfaches Tool, was, ich sag mal, den finalen Look in der Videografie echt vereinfacht. Wie oft habe ich mir gewünscht, dass ich meine Regel aus Lightroom auch ja, in meinem Videoschnittprogramm habe. Habe ich hierdurch zwar nicht, aber seien wir ehrlich, viel schlechter ist das auch nicht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Am Ende des Films würde mich interessieren, wenn ihr Videos schneidet, lasst ihr das Material out of cam oder möchtet ihr auch ein bisschen Hand anlegen oder legt ihr bereits Hand an? Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.